Gustav, der wohl weltweit bekannteste Borgward B1250 aus dem Hause Livermann in Blintrop, bekommt familiären Zuwachs in seine Garage. Frank hat zwar nicht danach gesucht, aber trotzdem ist er fündig geworden. Aus der Borgward-Szene ist ihm ein ehemaliges Löschgruppenfahrzeug LF8, ein Borgward B2500 aus Bau 1955 mit Metzaufbau angeboten worden. Als aktiver Brandmeister und Fahrzeugsammler konnte er hier nicht Nein sagen. Hubertus Hennecke aus Fröndenberg hat in seiner Borgward-Sammlung dieses Schätzchen und möchte ihn abgeben. Nach Franks Besichtigung und kurzen Verhandlungen war der Kauf binnen 4 Wochen perfekt. Wir schreiben jetzt den 3. November 2022, der Tag der Abholung. Hubertus stellt für die Überführung seine roten Kennzeichen zur Verfügung. Hubertus, wie lange hast du den Wagen gehabt? Seit 2017, also 5 Jahre. Hast du den so gekriegt oder hast du ihn fertig gemacht? Ich habe von der Optik her ist er so. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist dieses Schild war nicht vorhanden. Das habe ich da reingemacht. Ansonsten ist der genau so gewesen. Ich habe einen neuen Motor eingebaut, habe die gesamte Bremsanlage überholt und ich habe etwas getan, was nur ich tun kann oder tun soll. Ich habe ja in meinem Körper einen eingebauten Airbag und der ist kontraproduktiv zu den damaligen Körperformen bei im 1955. Ergo muss ich das Lenkrad ein wenig nach unten versetzen. Seitdem passt das auch mit meinem Airbag in dem Auto. Zeig ich das mal eben? Ja, klar. Und das Lenkrad ging vorher bis hierhin und jetzt geht es genau stimmig. Also angepasst? Angepasst. Auf deinen Astralkörper? Aerodynamisch angepasst. Diesel-Gedächtnisminute. Frank und sein Sohn Oliver kontrollieren vor der Abfahrt einmal die Funktionen und haben den Wunsch, die Frontscheiben zu reinigen. Für die Überführungsfahrt war Regen angesagt. Dann sind saubere Scheiben für diese kleinen Wischer einfach besser.
freie Sicht wurde mit vereinten Kräften schnell erreicht. Und dann begann die Heimreise nach Blintrop zu Gustav, dem kleinen Bruder. Ja, das Feuerwehrauto haben wir jetzt von Menden bis nach Balbe schon mal überführt. Jetzt wird mir die Fahrt ein bisschen zu heikel, weil ich glaube, das Thermostat oder Wasserpumpe, irgendein kleines Problemchen wird da noch sein. Der wird mir auf jeden Fall zu warm, der Wagen. Deswegen packe ich den jetzt erstmal hier an der Firma und dann sehen wir weiter. Wir machen zwei Runden auf dem Werksgelände, da können wir auch nicht viel Temperatur kriegen. Oh, Entschuldigung. So, wir haben jetzt das Thermostat gewechselt. Die Maschine läuft. Chef guckt noch mal, ob alles richtig ist. Erfolgreich überführt. Jetzt ist er in der Nähe des Gustavs und da stellen wir den jetzt noch neben.
Frank, was hast du vor mit deinem neuen Borchwart? Wie willst du ihn gestalten? Ja, das wird, also unser neuer Borchwart hier, den wollen wir weitestgehend außen natürlich wieder so erhalten, wie er ist. Der trägt dann überwiegend noch original Lackleid. Aufbauhersteller war ja Metz und wird außen noch ein bisschen wieder angepasst, dass er wieder mehr nach Feuerwehr aussieht, kriegt wieder seine Blaulichter, vielleicht auch wieder eine Leiter aufs Dach. Und innen drin werden wir, weil der Gerätraum eh schon leer ist, werden wir wahrscheinlich zwei Übernachtungsplätze mal einrichten. Der Geräteraum oder der Mannschaftsraum selber ist ja eh noch so erhalten, wie er sein muss. Und das ist so die nächste Zeit das Ziel. Wir werden da so ein bisschen farbegleitende Restaurierung machen. Weil er ist, wie er ist, dieser TÜV-fähig und hat auch noch, das TÜV ist gerade abgelaufen. Und da bin ich der Meinung, dass das gibt so ein Vater-Sohn-Projekt. Mein Sohn, der ist also auch Feuer und Flamme und dann schauen wir mal, was raus wird. Wolltest du noch anmelden? Ja, auf jeden Fall, wird auch angemeldet. Ja. Ich denke aber wahrscheinlich auch nicht früher. Jetzt über Winter lohnt das dann auch. Frank, wurde der Ben auch so schnell das Thermostat hergekriegt? Ja, das Thermostat, das haben wir noch in unserem eigenen Lager gehabt. Das hatten wir mal aus dem P100 ausgebaut, weil wir meinten, es wäre kaputt. Dann haben wir ein bisschen sauber gepustet und dann haben wir mal ein bisschen Beine dran gehalten, ob es reagierte. Ja, und siehe da, das war gar nicht kaputt. Das war damals mal bei einer Ursachensuche. Aber es funktioniert einwandfrei. Wir haben jetzt einen 87 Grad Thermostat drin. Funktioniert auf dem Punkt genau. Und ja, ich bin zufrieden.